Liebes Tagebuch, wir sehen uns alle danach, vereint zu sein, wenngleich wir so oft gegeneinander kämpfen und vor allem gegen uns selbst kämpfen, als wären wir fehlerhaft, eben nicht gut genug, um in die Gesellschaft zu passen. Wir swipen von links nach rechts, in der Hoffnung wahrgenommen zu werden, und obwohl wir mit einem Klick tausende Menschen sehen können, fühlen wir uns dennoch einsam oder alleingelassen, als würden wir nicht dazugehören und als würde niemand zu uns gehören. Manchmal, ja, manchmal, da habe ich das Gefühl, als gehöre ich nicht in diese Welt, als wäre ich das einzige Individuum, welches nicht in die breite Masse passt. Kennst du das Gefühl, als gäbe es keinen Platz für dich? Spiegel geschaut, dich wirklich wahrgenommen oder gespürt, dich selbst anerkannt und gesehen, dass du gut genug bist, aber gut genug für wen oder was eigentlich? Gut genug, um jemand zu sein oder gesehen zu werden? Wir sind alle Menschen, für die es einen Platz auf dieser Welt gibt. Wir sollten gemeinsam und nicht gegeneinander sein. Alleine sein dürfen, aber nicht einsam sein müssen. Du bist genau richtig, so wie du bist. Du kannst gar nicht falsch sein. Alleine ist eben nicht gleich einsam. Wir werden alleine geboren und wir sterben alleine, aber müssen keinen Weg in Einsamkeit gehen.